Das Schönste ist für mich einfach, draußen zu sein, in der Natur. Wenn die Mutter Natur sich nicht von der schönsten Seite zeigt, bei Wind, bei Nebel, wenn es regnet, wenn es schneit, da sind wir Naturfotografen am liebsten draußen, weil da einfach die spannendsten Bilder auch entstehen. Besonders in der Makrofotografie kann man ganz nahe am Boden arbeiten. Man sieht da ganz eine andere Welt, die sonst, wenn man nur so auf 1,5–2 Meter Höhe drüber spaziert, eigentlich gar nicht einsehbar ist. Und da kann man wirklich fast meditativ arbeiten und so richtig verspielt und so richtig in sich aufgehen und fast eins werden mit der Natur. Und da entstehen dann auch die schönsten Bilder. Toll sind immer die Überraschungen, weil man teilweise hauptsächlich in der Makrofotografie die einzelnen Details teilweise nicht so sieht oder nicht abschätzen kann, wie die dann am Bildschirm aussehen. Und das ist in der Makrofotografie teilweise oft, dass verschiedene Lichtstimmungen oder verschiedene Töne von Grüntönen oder Farbtönen ganz anders sind, teilweise noch viel schöner, wie man sie meint aufgenommen zu haben. Aber sicher ein Schwerpunkt ist die Tierfotografie. Das ist von mir so fast ein Lieblingsthema. Und das Interessante ist, dass man ganz, ganz selten nur mit einem Schnappschuss ein tolles Tiermotiv hat. Meistens muss man sich wirklich monatelang mit dem Tier beschäftigen, dass man weiß, sie kommen an der Tageszeit, sie kommen früh morgens, Dämmerung oder spät abends. Und dann versucht man natürlich, wo das Licht am besten ist, sich dort zu platzieren. Teilweise mit Zelt, teilweise mit Tarnanzug, ist sehr, sehr viel Zeit bei der Tierfotografie, die man braucht. Die Landschaftsfotografie kann man sehr gut planen, das machen wir auch. Wir schauen, wenn Sommergewitter sind, von welcher Seite das Gewitter kommt, dann gehen wir auf die andere Talseite. Oder wenn wir Sterne fotografieren, dann gehen wir späten Nachmittags auf einen Gipfel oder auf eine Anhöhe hinauf und nehmen da unser Zelt mit und verweilen und fotografieren da die ganze Nacht oben. Es gibt nichts Schöneres, wenn man unter Sternenhimmel den ganzen Tag verweilen kann und einfach draußen sein kann.